Hallo und herzlich willkommen, ich bin Dr. Wolfsherz und begrüße euch zu Endless Space 2. Ja, vorweg, der Entwickler hat mir das hier zur Verfügung gestellt, damit wir hier ein Let's Play oder ein Preview von machen können. Und ich habe mich gleich mal für ein Let's Play entschieden. Mal gucken, wie lange. Wir starten wie immer als Short Let's Play. Wenn das Interesse groß ist, machen wir natürlich auch ein paar mehr Folgen. Ich würde sagen, ohne lange zu reden, steigen wir auch direkt ein. Wer Endless Space noch nicht kennt, oder Endless Space 2 besser gesagt, das Ganze kommt von Amplitude Studios und die haben auch Sachen gemacht wie Endless Space 1, was für eine Überraschung, und Endless Legend und so weiter. Also wer sich da interessiert, kann gerne mal in die Links unten in der Videobeschreibung klicken. Ich würde sagen, jetzt legen wir los. Mit einem neuen Spiel. Und wir wählen uns direkt aus, welches Imperium wir spielen. Und da gibt es hier für die Early Access Phase, die am 8. Oktober startet übrigens, die folgenden vier Völker zur Auswahl. Es gibt die Sophons, das ist so ein Volk, das sehr auf Technologie ausgerichtet ist. Dann die Cravers, die eine ganz besondere Mechanik haben, um Völker zu versklaven. Die Vodiani, eine Rasse, die auf großen Archen unterwegs ist und mit diesen Archen Kontrolle über Sonnensysteme hat. Also, ja, wie es hier auch steht, Shipbound. Also, da dreht sich das Gameplay stark um die Schiffe und etwas weniger um die Planeten, wobei die natürlich auch erforderlich sind. Und dann gibt es noch die Lomeris, sogenannte Planet Brokers. Die können tatsächlich Außenposten kaufen, ohne damit Kolonieschiffen hinfliegen zu müssen. Und diese Außenposten können sie verkaufen für Geld und so weiter und so fort. Und wie wir hier sehen, hat natürlich jede Rasse, die wir hier wählen können, oder jede Fraktion auch noch so ein paar andere Eigenschaften. Und ich würde sagen, für unser erstes Let's Play würde ich hier mal mit den Sophons anfangen. Die Rasse gefällt mir eigentlich ganz gut. Die haben hier diese Omniscience. Das heißt, wir können immer schon weiter vorausschauen, wenn es um den Technologiebaum geht. Das erkläre ich dann später auf jeden Fall noch. Wir haben gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel Pathfinder. Das heißt, wir können spezielle Nodes entdecken. Also Nodes sind, ja, wie soll man das sagen? Ich denke, wir kommen im Spiel einfach drauf, ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ja, sind leider keine guten Kämpfer, mögen keinen Nahkampf und sind deswegen auch schwächer darin. Und Fast Travelers, sie bekommen 2 Bewegungspunkte extra für ihre Schiffe. Ja, hier sieht man, wie die Schiffe aussehen, die verschiedenen Klassen. Und ich würde sagen, jetzt einfach mal auswählen. Farbe, nehmen wir mal blau. Hier stellen wir die Galaxiegröße ein und die Form. Und wir nehmen jetzt mal eine Spirale mit 2 Armen. Spielen mal in einer kleinen Galaxie normalen Alters. Mit, ja, das ist interessant. Wir können hier Konstellationen, die Anzahl der Konstellationen wählen. Unique, einzigartig oder einige. Oder wenige, besser gesagt. Von daher lassen wir es einfach mal so auf View. Competitors würde ich einen runterstellen, weil wir jetzt nur in einer kleinen Galaxie spielen, bei normaler Geschwindigkeit, normaler Schwierigkeit. Custom Factions erlauben wir einfach mal. Und wir spielen gegen die Cravers und die Lumeris. Ja, warum nicht? Können wir gerne machen. Ich denke mal, legen wir los. They have always been first, the Sophons. First to split atoms, mine asteroids, and capture the energy of the sun. First too to crash their test rockets, trigger artificial earthquakes, and accidentally blow up their moon. Their great power has given them great irresponsibility. But through it, now, they're the first to create perfection. Me.
Ja, und das war die Einladungsgeschichte der Sofons. Offensichtlich leicht verantwortungslose, etwas waghalsige Wissenschaftler, die gerne mal ein bisschen was riskieren. Tja, unsere Heimatwelt ist im Sonnensystem Kionos und, wenn wir da mal reinschauen, unser Planet, unser Heimatplanet heißt Hekim. Das ist er. Ein Planet der Klasse Feld und ja, das ist so ein bisschen, ich bin nicht sicher, ob das eine tatsächliche Kategorie ist oder ob das hier ein Begriff ist aus dem Hintergrund der ganzen Endless-Geschichte, die es ja gibt, die man ja auch über die ganzen Spiele hinaus so sieht. Was es auf jeden Fall gibt, sind die Rohstoffe, wie man sie schon kennt hier, Nahrung, Industrie, dann Dust als Währungsmittel. Und außerdem Wissenschaftspunkte, es gibt Einflusspunkte und dann gibt es hier noch die sogenannten besonderen Rohstoffe oder ja taktische Rohstoffe eigentlich. Wir haben hier Titanium und Hyperium. Es gibt noch weitere. Das sind auf jeden Fall die, die jetzt hier auf dem Planeten vorhanden sind, auf dem wir anfangen. Außerdem können wir hier schon sehen, auf unserem Planeten, wie gesagt, wir sind, das Klima ist temperate, also so normal, unser gemäßigtes Klima. Wir haben Titanium und ein Hyperium-Deposit, also Vorkommen. Und ja, das sind hier so die diversen Dinge, wie sie vorkommen. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist die Bevölkerungsgruppen. Und zwar gibt es auf unserem Planeten derzeit drei, ja, Einwohner, will ich mal sagen. Das sind halt Populations, so wie in Civilization, die Stadtgröße. Also drei haben wir bisher. So viele können wir haben. Also noch vier dazu. Sieben ist also die Maximalgröße des Planeten. Und wir haben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Wir haben hier zweimal die Sofons und einmal die Epists. Und ja, das sind also eigentlich unterschiedliche Rassen. Das kann man sich vorstellen wie bei uns auf der Erde, dass es die Europäer gibt. Dann gibt es die Asiaten und die Afrikaner und hast du nicht gesehen, und das ist hier eigentlich auch so. Und die Sofons sind ja schon so Maschinenmenschen, also maschinelle Wesen, wie man sieht, und die Epists sind das auch. Und die Epists sind eine Rasse von mechanischen Wesen, die, ja, gerade mal in den Weltraum aufgebrochen sind, also scheinen etwas weniger entwickelt zu sein. Zumindest vermute ich das jetzt mal so. Und sie haben auch unterschiedliche Meinungen. Die Sofons sind zum Beispiel für Wissenschaft und die Epists sind für die Ökologie, also für die Umwelt. Und das ist ein interessantes Spielelement, weil es gibt politische Parteien. Und wenn ich da mal kurz reingehe, jetzt muss ich kurz schauen, wo das nochmal war. Ich glaube, hier ist es, genau. Und da gibt es die Zusammensetzung des Senates und momentan sind das 100% Wissenschaftler. Es gibt drei Repräsentanten dafür und naja, das kann später sich halt auch noch aufsplitten. Zum Beispiel, wenn wir mehr Epists-Bevölkerungsgruppen bekommen, dann könnte es sein, dass sich irgendwann auch die Ökologie durchsetzt. Wenn wir besonders viele Militärschiffe bauen und Kriege führen, dann wird es irgendwann auch einen militaristischen Zweig oder einen militaristischen Bereich in unserem Senat geben, mit eigenen Repräsentativen auf unterschiedlichen Planeten möglicherweise auch. Und dann setzt sich das eben hier halt anders zusammen. Und aufgrund dieser Senatszusammensetzung können wir halt Gesetze erlassen. Und wir haben momentan ein Gesetz aktiv, das heißt Oracle of Science. Und das ist eine besondere Sache, mit der wir schon Technologie erforschen können, die eigentlich eine Ära weiter ist. Und jetzt gehe ich mal direkt in die Forschung. Das wird jetzt am Anfang relativ viel auf einmal sein. Das hier ist nämlich der Technologieschirm und wir haben die Forschung unterteilt in vier verschiedene große Gruppen. Und das wäre einmal hier Technologien, die sich um die Entwicklung des Imperiums kümmern. Dann gibt es die Technologien, die sich um Erkundung und Wissenschaft kümmern. Dann hätten wir hier die militärischen Technologien und dieses hier sind die Technologien, die sich auf Bevölkerung und Diplomatie beziehen. Und die Technologien unterscheiden sich halt oder es gibt halt verschiedene Wissenschafts-Äras. Ja, man kann sich das wie Technologiestufen vorstellen. Und ja, die dritte, vierte, fünfte, da sehen wir überhaupt noch nicht, was drin ist. Hier sehen wir immerhin schon mal was, aber wir können halt nichts forschen. Und aufgrund unseres aktiven Gesetzes können wir schon
Technologien aus der zweiten Ära erforschen. Und damit haben wir natürlich einen ungemeinen Vorsprung gegenüber anderen Völkern, die das nicht können. Die sind nämlich momentan noch hier auf die erste Ära beschränkt. Und ich glaube, es muss ein bestimmter Anteil hier erforscht worden sein, bevor man dann fortschreiten kann in die nächste Ära. So, gehen wir nochmal zurück hierher. Nein, gehen wir zurück hierher, meine ich. Und wir können natürlich auch noch weitere Gesetze aktivieren. Wie gesagt, Oracle of Science ist aktiv. Dann gibt es hier noch Probes for All. Das sind also Sonden. Damit hätten wir bessere Sonden für unsere Schiffe. Also erstmal eine Sonde extra auf unserem Schiff zur Erkundung. Und die Sonden wachsen schneller nach. Also die werden nachgeneriert auf den Schiffen. Und hier 50% Probe Recovery heißt, dass das halt 50% beschleunigt ist. Dann gibt es noch Brain Drain Bill. Die unterschiedlichen Auswirkungen könnt ihr hier ja sehen. Es steht auch, was erforderlich ist. Man braucht moderaten Support der Wissenschaftsfraktion und unser Support ist im Moment sogar mächtig, also powerful, weil wir halt eben auch im Moment der einzige Posten im Senat sind. Dann gibt es noch den Eureka Act, der 50% Forschung auf allen Systemen gewährt. Das ist eine ganze Menge. Aber damit wir diese Gesetze aktivieren können, brauchen wir halt eben Einflusspunkte, 500 in diesem Fall, und wir haben gerade mal 0. Also nicht viel. Ja, aber wir können 3 Gesetze aktivieren. Und ja, 2 wären jetzt verfügbar, sagt er auch. Die kann man später durch Forschung dazu bekommen. Und ja, da wir momentan keine Einflusspunkte haben, brauchen wir das auch nicht weiter angehen. Da gucken wir dann rein, wenn es soweit ist. So, dann gibt es hier den Ökonomie-Screen. Also hier geht es um Handel. Später, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ich habe bisher nur mal so 115 Runden reingeguckt. Hier gibt es auf jeden Fall später Handelsgesellschaften, die Handel treiben können. Wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen. Dann gibt es den Forschungsscreen, den haben wir gerade schon gesehen. Hier steht, wie viel Wissenschaft wir pro Runde generieren. Das sind 34, das ist gerundet. Eigentlich sind es nämlich 33,8, was man unten links sehen kann. Und ja, wir haben momentan keine Forschung. Wir könnten eigentlich mal direkt eine auswählen. Schauen wir mal, was wir als erstes erforschen. Hier oben gibt es noch so generelle Forschung, die sich auf neue Schiffsdesigns bezieht. Die gibt es überall. Die sind halt eben keiner Kategorie zugeordnet. Da gibt es hier das Efficient Shielding, also die effiziente Schildtechnologie oder sowas. Und da würden sich 2 neue Schiffstypen ergeben. Einmal die Kilo- und die Deka-Klasse. Das sind einfach nur ja, Schiffshüllen, wo wir dann Komponenten reinbauen können. Das zeige ich dann auch noch. Das würde ich jetzt aber zuerst mal nicht erforschen. Ich glaube, wir gucken einfach mal drüber, was es hier so gibt. Dieses hier... Das ist, das wollte ich noch sagen, das ist dieser Omniscience-Effekt. Wir haben ja als Volk die, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nochmal reinschauen kann, genau. Wir sind die Demokratische Union von Dr. Wolfsherz, wir sind Sophons und Omniscience ist eben halt eine Fraktionsaffinität. Und wir wissen, welche Technologien bestimmte Imperien schon erforscht haben. Und wir bekommen Bonus für die nächste Technologie, die wir erforschen, und zwar davon abhängig, wie viele andere Imperien die Technologie schon kennen. Umso weniger andere Imperien die Technologie, die wir gerade erforschen, kennen, umso mehr Bonus bekommen wir dafür für die nächste Technologie, die wir erforschen. So, bisschen kompliziert erklärt, aber ich denke, es ist verständlich. Wenn man hier im Forschungsbaum guckt, dann wird das nämlich auch klar. Hier 50% ist halt eben der Bonus, den wir bekommen für die nächste Forschung, wenn wir das erforschen. Hier bekommen wir nur 12%. Wir können also davon ausgehen, und hier steht es auch, 1 von 3 Imperien hat diese Technologie schon. Also von unseren beiden Mitbewerbern hat einer das schon. Und deswegen gibt es hier nur dann 12% Bonus für die nächste Technologie. Hier ist es genauso, hat ebenfalls schon 1 von 3 Imperien. Deswegen weniger Bonus. Hier wissen wir, wird es immer 50% sein. Zumindest bis die anderen Imperien auch in die Ära 2 aufsteigen. So, aber was erforschen wir jetzt? Damit wir Planeten besiedeln können, die nicht unseren eigenen Vorlieben entsprechen, müssen wir hier in Erkundung und Wissenschaft forschen. Da gibt es zum Beispiel die flüssigen Nanodynamiken. Ihr könnt das ja immer pausieren und unten links gerne lesen,
englische Texte zu übersetzen. Das habe ich jetzt in ein, zwei Let's Plays gemacht. Das ist furchtbar viel Arbeit und sehr mühsam. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich das nicht immer mache. Was dabei rumkommt, ist aber interessant. Es gibt uns nämlich einmal diese zwei Sachen. Einmal verbesserte Sonden. Das heißt, sie haben eine höhere Reichweite und sie halten länger. Ja, das ist, also sie halten mehr aus. Das ist sehr schön. Und das zweite ist hier, wir können damit dann Atolle kolonisieren, also Planeten, die aus Atollen bestehen. Dann gibt es hier die seltenen Erdenschäume, also Foam ist eigentlich Schaum, aber naja, wie auch immer. Da gibt es einmal das Warp Drive, der schaltet das, die freie Bewegung für alle Schiffe frei. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Es gibt die Sternensysteme sind hier in Konstellationen zusammengefasst, die über Starlanes, also über Linien verbunden sind, auf denen die Schiffe reisen. Free Movement for All Ships, ich verstehe das so, dass die Schiffe dann außerhalb dieser Starlanes reisen können. Tun sie aber nicht. Das kann ich vorab schon mal sagen. Es kann jetzt vielleicht daran liegen, dass das hier noch eine sehr frühe Version ist, noch vor Early Access. Kann ich nicht genau sagen, tut mir leid. Aber das zweite ist auch wieder interessant, hiermit könnten wir tropische Planeten kolonialisieren. Und ja, da gibt es hier noch weitere, zum Beispiel Borealplaneten zum Kolonialisieren als zweite Technologie würden die verbesserten Scanner hier mit reinspielen. Und hier hätten wir Tundra-Kolonialisierung mit mehr Bewegungspunkten für Schiffe. Und ganz ehrlich, das hört sich gut an. Das bedeutet nämlich, unsere Schiffe können erstmal haben zwei zusätzliche Bewegungspunkte und wir können zusätzlich Tundra kolonialisieren. Von daher ist das eine gute erste Technologie, würde ich sagen. Gut, dauert 2 Runden, steht hier. 51 hatten wir nicht gerade nur, 34, ach, das ist der Bonus, genau. Also, jetzt kommt der Bonus hier drauf. Wir haben normalerweise 34 Wissenschaft pro Runde, weil diese Technologie noch niemand erforscht hat, bekommen wir 50% Bonus. Das ergibt dann hier 51 und darum sind wir auch in 2 Runden fertig, weil die Gesamtkosten dieser Technologie unten links 90 Wissenschaftspunkte sind. Okay, gehen wir da wieder raus. Das sind andere Planeten in unserem Sonnensystem, die sind unbewohnbar. Liegt daran, dass wir hier noch nicht kolonialisieren können. Das ist einmal ein Aschelplanet und ein gefrorener Gasriese. Ich glaube, dass wir da sowieso nicht drauf kolonisieren können. Ich wüsste nicht, dass es da eine Technologie für gibt. Und Asche habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Kann aber sein. Also hier steht Missing Technology Regulit Processing und hier steht Missing Technology Unknown. Also kann sein, dass es irgendwann in einer sehr späten Ära halt hier eine Technologie gibt, die wir halt eben noch gar nicht kennen und hier ist es halt eben Regulit Processing und das haben wir auch nicht. So. Planetengröße steht hier, der Planetentyp steht da, die Temperatur steht da und dann gibt es hier noch so Blinky-Blinkies, sag ich mal. Das sind also Curiosities, also sprich irgendwelche interessanten Vorkommnisse auf dem Planeten, die noch nicht erkundet sind. Das sehen wir hier an diesem Fragezeichen und daran, dass es so ein bisschen blinkt. Die können wir jetzt mit Erkundungsschiffen uns ansehen. Und das machen wir auch gleich. Vorher wählen wir aber noch aus, was wir in diesem Sonnensystem denn gerne bauen möchten. Und wir haben hier unten unsere Liste der verfügbaren Gebäude oder Schiffe. Oder generell Verbesserungen. Wir könnten hier zum Beispiel zum Start eigentlich ganz gut das Drohnennetzwerk bauen. Da wäre der Effekt, dass wir plus 5 Industrie und plus 5 Nahrung generieren. Das kostet jetzt 160 Industrie und wir generieren pro Runde 40, wie man hier sieht. Das heißt, in 4 Runden ist das Ding fertig. Bauen wir das mal und danach verfügen wir halt über mehr Industrie und Nahrung. Okay. Raus aus diesem Schirm. Wir haben eine Forschung gewählt. Wir haben eine Produktion für unser Sonnensystem gewählt. Hier oben steht auch, welche seltenen Vorkommen hier in diesem System sind. Da haben wir ja schon gesehen, Titanium und Hyperium, beides auf unserem Planeten, was sehr gut ist. Ja, und das hier ist die Galaxiekarte. Die hätte ich ja vielleicht gleich am Anfang mal zeigen sollen. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, finde ich. Das ist die Gemini-Konstellation, in der wir sind. Und hier sehen wir halt die Verbindungen zu den anderen Systemen und alles, was mit diesen Starlanes verbunden ist, gehört dann halt zu dieser Konstellation. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie man später andere Konstellationen bereisen wird, weil ist es tatsächlich so,
dass wir erstmal nur diese Planeten alle erreichen können. Also die verbunden sind über diese Lanes. Okay, wir haben hier unten Meldungen. Wir gucken gleich mal rein. Ja, da werden wir begrüßt. Und ja, sie hoffen, dass wir unsere Sache gut machen. Quittieren wir mal. Und wir haben einen Held rekrutiert. Azarweni Zulmaran ist unserem Imperium beigetreten. Und das kennt man auch schon aus Endless Legend und aus Endless Space 1. Es gibt wieder Helden, die wir uns ansehen können. Das ist unsere Liste von Helden. Wir haben derzeit nur einen. Und wenn wir den jetzt mal genauer anschauen, sehen wir halt hier seine Fähigkeiten, seine Skills für Wit. Ja, Wit ist also so ein bisschen hier Geistigkeit, ne? Intelligenz so ein bisschen. Dann Labor, Arbeit, Command, also der Skill im Kommandieren und natürlich noch Curiosity. Alles was halt mit Erkundung und sowas zu tun hat. Das ist das Schiffsdesign dieses Helden. Das ist der Name, es ist ein kleines Schiff aus der Gattas-Klasse und ja, Hero Ship. Das kann nur von einem Helden benutzt werden. Und wenn wir da gleich mal reinklicken, das ist der Schiffsdesigner. Dann sehen wir hier halt, ja genau, sehen wir hier halt das Schiff. Sehr schön, können wir hin und her schauen. Sieht ganz toll aus. Und wir können verschiedene Module anbauen. Und es gibt verschiedene Modulklassen. Es gibt hier einmal die Support Modules, das wären diese hier. Dann haben wir die Verteidigungsmodule. Das wäre in dem Fall, hoppla. So, das wäre so eins. Das hier ist das. Ich nehme mal kurz alle raus. Das sind halt die Module, die wir zur Verfügung haben. Wir können hier zwei Waffenmodule haben wir. Wir können ein Defensivmodul einbauen und dann... Nee, da ist noch ein Defensivmodul. Und dann noch drei... Nee, vier insgesamt Support-Modules. Und ja, das sind halt hier eben die Antriebe zum Beispiel. Wir können hier einen normalen Antrieb bauen, der plus eins Bewegungspunkte liefert. Oder auch schon einen Hyperium-Antrieb bauen. Da sieht man schon an der speziellen Färbung, gelb, das ist halt eben Hyperium, das sehen wir hier unten auch nochmal. Und Hyperium haben wir halt momentan nicht, darum könnten wir dieses Schiff gar nicht so fertigstellen. Hat aber allerdings plus 2 Movement. Dann gibt es noch die Nano-Repair-Bots, die brauchen Titanium, 5 haben wir auch nicht, von daher bauen wir es auch nicht ein. Dann gibt es hier noch den Standard-Scanner und so weiter und so fort. Und ich lasse jetzt mal alles zurücksetzen, weil so wie es hier ist, können wir es uns auch derzeit leisten. Jetzt ist halt aber die Frage, ob wir den Helden überhaupt auf seinem Schiff einsetzen wollen oder ob wir ihn einem Sternensystem zuweisen. Es geht beides. Ich würde sagen, wir erschaffen eine Flotte, wo in Kionos und haben dann hier im System unseren die Möglichkeit, ihn einer Flotte zuzuweisen. Beziehungsweise er stellt erstmal eine eigene Flotte dar, das ist hier. Und in dieser Flotte sind 0 von 4 Schiffen und wir werden da jetzt Schiffe hinzufügen. Obwohl wir lassen... vielleicht hätten wir doch erstmal einen Planeten zuweisen sollen. Also wir fangen mit 2 Schiffen an. Mit einem Inkubator, das ist ein Kolonieschiff. Roll Colonizer. Unten links seht ihr, Roll ist Colonizer, es ist ein kleines Schiff. Man sieht den Erfahrungslevel und die Erfahrungspunkte, die er hat, die er zum Aufstieg braucht. Dann steht da Kampfstärke, Verteidigungsstärke, die Hitpoints, die Bewegungspunkte, die Scannerreichweite und wie viele Leute an Bord sind, glaube ich. Und ja, dann steht da noch die Range Efficiencies. Das hat was mit dem Kampfsystem zu tun. Da gibt es einmal kurz, medium und lang. Und man kann in Kämpfen diverse Strategien verfolgen. Und das muss man so ein bisschen abstimmen auf das, was der Gegner möglicherweise macht, damit man da den größten Vorteil rauszieht. So, aber zurück zu unseren Schiffen. Das hier ist ein Detektor, das ist also ein Exploration, ein Erkundungsschiff. Und das werden wir gleich mal benutzen. Wir haben nämlich 2 Sonden an Bord, wie wir hier sehen. Und wir können jetzt Expeditionen starten. Und da werden uns hier die Planeten angezeigt in unserem System. Mit allen ihren Eigenschaften. Und wir sehen ja hier, dass wir hier 2 Sachen zum Erkunden haben. Das sind halt so Sachen, die wir mit einem Erkundungsschiff erkunden können. Und wir wählen mal zuerst auf unserer Heimatwelt aus. Wir sehen, was wir unten möglicherweise finden können.
eine hohe Chance für Anomalien und eine kleine Chance dafür, dass wir Loot oder ein Luxus-Ressourcen-Vorkommen entdecken. Also, schicken wir mal unsere Sonde los. Und das war erfolgreich. Wir haben das hier gefunden, das ist ein Vorkommen. Also das ist etwas, das wir abbauen können. Ein Ressourcenvorkommen, das von uns ausgenutzt werden kann. Und das sind Eden-Incense. Duftstoffe würde ich sagen. Ist auf jeden Fall Luxusgut. Sieht man hier an der weißen Farbe. Weiß sind die Luxusgüter. Und wir haben auch Loot gefunden. Also 5 Eden-Duftstoffe haben wir gleich schon mal eingesackt. Das war das eine, was hier zu erforschen war. Und dann haben wir hier auf Kionos 2 auch noch ein Vorkommen. Und das werden wir natürlich auch noch erkunden. Und ja, wir haben Loot und zwar 30... Ja, das sind 30 Wissenschaftspunkte, die wir hier gefunden haben. Von daher geht die Forschung schon in einer Runde fertig und nicht erst in 2. Wunderbar. So, diese hier können wir noch nicht entdecken. Dafür haben wir noch nicht genügend Expeditionspower. Dafür müssen wir erst weiter forschen. Gut, gehen wir mal hier raus aus dem System und dann schicken wir unsere Schiffe aber auch los. Den Detektor fliegen wir mal hier entlang und den Inkubator lassen wir noch hier. Wenn wir dann wissen, was wo kolonisiert werden kann, können wir reinschauen. So, da ist ein System erkundet. Wir gehen mal rein. Das System heißt Mayal. Wüstenplanet. Kleiner Eisplanet, der über sehr gute Nahrungsvorkommen verfügt. Dann ein kleiner Ozeanplanet. Ein großer Ozeanplanet. Ein riesengroßer sogar. Und ja, das war's. Können wir leider alle nicht kolonialisieren, sind für uns noch unbewohnbar, da wir halt eben die Technologie dafür noch nicht haben. So, jetzt ist ja unser Forschungsschiff hier. Wir können im Moment keine weiteren Expeditionen starten, obwohl wir hier die Möglichkeit hätten, weil wir hier noch Zugriff auf 2 Expeditionen hätten. Diese Sonden, die laden sich selber wieder auf. Und zwar dauert es 2 Runden für Sonden. Also in 4 Runden hätten wir wieder 2 Sonden zur Verfügung. Gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal direkt weiter. Hier lang. So, und jetzt sehen wir schon, die Bewegungspunkte sind hier aufgebraucht. Erst wenn wir die Runde beenden, könnten wir in der nächsten Runde weiterfliegen. Jetzt ist die Musik gerade ganz schön laut. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Das ist übrigens sehr schöne Musik. Gut, Inkubator lassen wir da und unseren Helden benutzen wir einfach auch zum Erkunden. Den fliegen wir dann mal hier lang. Und da haben wir das System Birtus entdeckt. Mit der Luxusressource Yardonyx. Irgendwelche Edelsteine nehme ich an. Kleiner Wüstenplanet. 3 Curiosities drauf. Großer Dschungelplanet, kleiner Tundraplanet und ein kleiner Wüstenplanet. Und noch ein großer Lavaplanet. Da lässt sich leider auch nichts kolonialisieren, aber jede Menge erforschen. Das heißt, wir werden unser Forschungsschiff, unser Erkundungsschiff auf jeden Fall noch hierhin schicken. Da gibt es einiges zu entdecken. Und wir können da oben weiterfliegen. Da sehen wir schon die Farbe. Da wird ein anderes Imperium sein. Von daher fliegen wir da schon mal drauf zu. Und ja, weiter geht's dann in der nächsten Runde. Aber die fangen wir tatsächlich erst in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Das Ganze ist Endless Space 2. Ich glaube, ich bin ausnahmsweise mal einer der ersten Kanäle, die das Ganze im deutschsprachigen Raum zeigen. Bin ich auch sehr stolz drauf. Vielen Dank nochmal dafür an Amplitude. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.